von den Friseuren? Jetzt haltet doch etwas still. Wir müssen die Haare unbedingt noch etwas... Ja, du hörst die Schere hinter dir wild, ja, säbeln, möchte man fast meinen. Und immer mehr Haare fallen zu Boden. Moment, Meister. Ich muss gerade mal etwas... Einmal stillhalten sollt ihr, sonst verschneidet ihr. Nein. Still jetzt. Ich muss etwas untersuchen. Und ich höre keinen Odem. Odem übersteht mal auf, kniet sich mal hinter sie und hebt mal einige Haare vom Boden auf und schaut sich etwas genauer an. Ja, Iserun, du wirst merken, die Matrix entgleitet dir ein bisschen zwischen den Fingern, zwischen deinen Fäden. Du kannst dich nicht ganz konzentrieren, ein bisschen mehr Blut fließt aus deiner Nase. Oh, irgendwas ist komisch. Sieht so ein bisschen von hinten von deinem Kopf, als ob da sich so Kopfschmerzen aus deinem Nacken, aus deiner Wirbelsäule richtig reinbrennen. Oh. Immer schaut sie mir geht's nicht so gut. Die auf dem Boden liegen, hat diese in der Hand und betrachtet dann ihre Haare und die Haare in der Hand, ob die irgendwie, haben die Farbe geändert oder sowas? Weil sie sagt, die Haare sind natürlich. Iserun hat gerade eine sehr hübsche, modische Kurzhaarfrisur. Sieht echt hübsch aus, also wirklich hübsch. Und ja, sie glitzern ein bisschen, möchtest du sagen. Weiß nicht genau, was sie da gemacht hat. Sie fühlen sich echt weich an und... Auch ohne Ode merkst du, dass sie so ein bisschen leuchten. So ein bisschen magisch leuchten. Wartet mal, hier. Nimm einen Schluck von meinem Kurz, der hilft. Die Haare leuchten sanft. Was? Das ist doch kein Leuchten. Das ist doch meine natürliche Haarfarbe. Habt ihr sowas schon öfters gehabt? Was? Beim Friseur? Nein. So wie sie aussieht, war sie noch nie beim Friseur. Oh, ihr wart noch nie beim Friseur? Ja, mein Vater sagt immer, lange Haare sind eine Zierde einer Frau. Der Friseur schlägt immer so ein bisschen die Haare aus der Hand. Lasst das liegen, das ist dreckig. Ihr holt euch noch die Krätze, so wie die Spitzen aussehen. Als ob da Flöhe drin gesessen hätten. Also ich bitte euch. Verzeiht mir, die Wahrheit muss gesagt werden. Immer hebt dann trotzdem nochmal das auf. Und geht dann wieder zurück auf seinen Platz und betrachtet das Ganze dann nochmal. Ja, das Leuchten, also die anderen können das nicht sehen, Ömer schon. Das Leuchten fließt so ein bisschen aus den Haaren raus, bis sie dann ja die normale Farbe wieder annehmen. Eure Haare hören auf zu leuchten, wenn man nur lang genug wartet. Was? Zeig einmal her. Denn jetzt ist nichts mehr zu sehen, er zeigt die Haare danach. Jetzt sieht das ganz normal aus, aber die Haare... Ja, haltet die mal neben meine Haare. Ist das die gleiche Farbe? Ich guck mal hin. Jetzt sieht das schon aus, als wenn das nicht mehr eure Haare wären, weil die Haare auf eurem Kopf ein leichtes Funkeln haben. Oh, und ihr seid sicher, dass es nicht die Haare von jemand anderem sind? Oh, ich habe ja so viel zu tun. Vielleicht wäre eine Hochstreckfrisur besser für euch geeignet. Ist vielleicht etwas spät dafür, oder nicht? Man schaut sich mal ihre Haare an und wirkt einfach mal ein Odem beim Glotzen. Auf ihre Haare. Ich lenke den Friseur ab. Sagt, hätte meine Fingernägel brauchen eine neue Maniküre. Würfel mal eine Magiekunde hinterher. Keine Dämonologie. Ja. Ja, lass ich dir zu. Da ist Magie bei euren Haaren. In meinen Haaren? Ja, da wirkt Magie. Ja, aber die kann ja nur von mir kommen, oder? Ist das immer so? Sag mal... Ich weiß nicht. Meister Friseur, wenn ihr sonst Magier in die Haare schneidet, ist das üblich? Ach, den einen oder anderen, wenn sie sich denn zu uns hintrauen. Die meisten kommen ja gar nicht. Naja, wenn ihn dann die Nase blutet. Ja. Da würde ich auch nicht kommen. Ich glaube, bei mir ist das schon zweimal passiert, aber nun ja, wenn ich mich verschneiden würde und sie dann an dem Kopf bluten würden oder am Nacken, dann würde ich es ja verstehen, aber aus der Nase... Nein, damit habe ich nichts zu tun. Ja, aber ich habe auch so ein komisches Ziehen so aus dem Rücken und dem Nacken raus. Ja, das kommt von den Flöhen, die haben sich bei euch festgesessen. Was? Die haben Flöhe? Ich habe keine Flöhe.
Wovon die sind übertragbar, das müsst ihr uns doch sagen, wenn ihr Flöhe habt. Ich selbst ich hab keine Flöhe. Niemand hat hier Flöhe. Ich rück mal ein Stück weg. Ich hatte mal früher Flöhe. Aber mir kassiert gerade irgendwie so eine Nackenschelle von dem Friseur. Hört auf, euch zu bewegen, mein Herr. Sie hat Flöhe. Wenn sie Flöhe hat, dann müssen alle Haare ab, sonst gehen die nicht weg. Was, ich hab keine Flöhe, das ist doch gelogen. Ja, dann würde es auch nicht so ziepen. Ja, aber... Hat sie jetzt Flöhe oder nicht? Also ich finde hier zumindest keine, aber wenn sie sich darüber beschwert, dass ihre Nase anfängt zu bluten und dass sie Kopfschmerzen bekommt vom Haare schneiden, das ist doch eine unerhörte Frechheit. Kann man Tierkunde würfeln, ob das was mit Flöhen zu tun hat? Kannst du mal einfach machen. Ja, mach einfach. Ich habe keine Tierkunde, scheiße. Heilkunde, Krankheiten finde ich auch gut. Ist auch nicht erschwert. Ja. Jalan darf mal eine Wagenrennprobe plus 7 machen, um zu starten. Ömer geht richtig ab. Ist gut, ich bleib hier. müssen wir nicht thematisieren. Du stehst mit deiner weißen, für die Pferde sehen super aus, solange sie nicht schwitzen. Und na gut, sie fangen sowieso nicht an zu schwitzen, aber du startest auch nicht. Winkst die ganze Zeit, neben dir das Fräulein winkt ebenso. Sollen wir nicht irgendwann anfangen zu starten? Ja, du machst so ein bisschen die Zügel. Ja gut, ihr musst halt mehrere Meilen fahren, ne? Ich hab gesagt, das sind mehrere Runden und derweil viel interessanter beim Friseur. Ömer ist sich sicher, das hat nichts mit Flöhen zu tun. Deine Magiekunde sagt dir eben auch, dass es dann an den Haaren liegt und dass die Kraft von ihr dort drinne sitzt. Ich habe mal die Theorie gehört, dass es Zauberhaar gibt, das ist irgendwie wie bei manchen Magiern. Ihr Haar ist ganz und gar nicht zauberhaft. Aber wenn wir bald fertig sind, dann ist es... Das wird ein Teil ihrer astralen Matrix festsitzt drin. Papalapap, wenn wir mit euch fertig sind, dann ist jedes eurer Haare ein Zauberhaar. Von euch allen. Mein Haar ist immer zauberhaft. Wunderbar. Ja. Dies ist der einzige Mann, der sich noch irgendwie weiß zu pflegen und zu kleiden. Damit deutet er mal auf den Rayani. Wie meint ihr das denn? Ach, hört mir doch damit auf. Magister, ihr seid genauso schäbig. Ich grinse sehr, sehr zufrieden. Unverschämtheit. Ihr solltet vielleicht mal irgendwann eine überprüfen lassen, ob euer astrales Gefäß vielleicht momentan beschädigt ist, weil es mit euren Haaren verbunden ist. Es könnte sein. Magister, ihr bezahlt bei mir nicht für gutes Benehmen, sondern für einen herausragenden Haarschnitt. Ihr habt noch nicht mal angefangen bei mir. Psst. Ich fahre mir mal so über die Glatze. Also ich finde, meine Haare sehen gut aus. Ja, du wirst auch so ein bisschen einschamponiert, wie gesagt, oben, damit man da dann schön lang rasieren kann, damit das dann eben keine Stoppeln mehr zu sehen sind. Und das Polieren nicht vergessen. Ja, ich habe nicht so viel Zeit, ich muss um 12 los. Und bis dahin muss auch noch... Ihr werdet nicht in den Chortempel gehen, danach stinkt ihr wieder wie ein Schwein. Wir beide können das gerne mit den Fäusten dann klären, ob ich in den Chortempel gehe, aber ich gehe dahin und wenn ich euch mitschleifen muss, dann mache ich das. Ich kläre so etwas nicht mit den Fäusten, sondern mit der Schere. Meister, da ich ja eure Rechnung bezahle, bitte ich doch jetzt um etwas Zurückhaltung. Vielleicht solltet ihr ihm die Augenbrauen zupfen. Ihr seid so hilfreich, Kiaren. Ja, das Nasenbluten von Isarun hat mittlerweile auch aufgehört, aber deine Haare sind kurz. Du siehst echt hübsch aus, du bekommst vorübergehend von mir den Vorteil gut aussehend, aber nur vorübergehend. Wow. Aber dein Nachteil wirkt voll und ganz. 7 ASP weniger. Yep. Ja, ich würde den dann auch mal antreiben, dass er mich bis 12 da rauslässt und wenn er dann nicht fertig ist, ist mir das herzlich. Ich gehe dann einfach trotzdem. Ja, könnt ihr natürlich machen. Nach 2 Stunden kommt Jalan wieder zurück zu euch. Und gewonnen? Er sieht nicht nach einem Gewinner aus. Naja, er hat immerhin nicht aufs Maul gekriegt. Das ist doch schon mal ganz gut. Und die Pferde haben ihn nicht getreten. Das überrascht mich auch. Zumindest nicht ins Gesicht, den Rest sieht man auch gar nicht.
Ja, Gewinner des Pferderennens war, wie nicht anders zu erwarten, Ludolf von Wertling. Gut, müsste natürlich jetzt antreten, aber er ist angetreten. Und er hat dann gegen Graf Rundigan Paligan hat er gewonnen. Ich habe den Wagen natürlich wundergefälligerweise ins Ziel gefahren. Und wie fitter seid ihr geworden? Ich habe nicht mitgezählt. So viele von euch? Konntet ihr nicht mehr mitzählen? Auch. War jemand hinter euch? Ja, zwei sind liegen geblieben. Die Gräume. Und die Gräume. Vergessen wir die Gräume nicht. Denen habe ich es gegeben. Echt? Ihr habt die schon wieder getötet? Natürlich nicht. Es wäre doch wohl kaum göttergefährlich, mitten in Gareth Dreijährige umzubringen. Moment, Dreijährige? Oder wie auch diese Gräume noch immer sind. Na, das war ein Jolgomak so und das wiederholen wir besser nicht. Niemand. Ihr habt den Jolgomak Dreijährige getötet? Nein, also ja, also nein, also ja. Ja doch, aber sie könnten auch vier gewesen sein, das ist ganz schwer zu unterscheiden. Ach, deswegen geistert ihr euch? Nein, also ja, aber also nein, nicht deswegen. Es waren Gräume sind, Gräume werden nur so alt. Die, keine Ahnung, ihr seid mehr Arbeit, als ich gedacht habe. Die kommen vermutlich schon gierig und mit den Zähnen voran aus ihrer Mutter heraus oder so. Ich will ja nicht. Ich hole mein kleines Notizblock heraus und schreibe auf die Therapiestunde für ihn noch das drauf. Mit so einem Ziegenbärtchen. Warum haben Gräume immer solche Ziegenbärtchen? Weiß ich nicht, Karino, ihr müsst mir helfen. Ja, wobei. Wobei noch. Es wird vorhin ein Serum stehen. Habt ihr sie geküsst? Ja, sehr Rondra-gefährlich, aber das schien ihr auch nicht gefallen zu haben. Habt ihr die Zunge benutzt? Bitte wie? Wo habt ihr sie geküsst? Oh. Wie gesagt, ich doch das auch bereits sagte, auf die Wange. Auf die Wange? Oh, wo ja, denn sonst? Mann. Ihr fängt ihr Rosen, sie nimmt sie an und dann küsst ihr sie auf die Wange. Nee, ihr seid ein guter Bruder für sie, auf jeden Fall. Das kann man euch nicht leugnen. Kapitän, ich glaube, ich muss euch das Küssen beibringen. Ich gehe jetzt schon mal zum Chortemp. Das möchte ich auch nicht sehen. Können wir jetzt endlich los zum Chortempel? Rafim steht da wie so ein Kind und schlägt mit den Händen voreinander. Da sind so viele Chorgeweihte. Oh, ich freue mich. Ja, Kiara, es ist deine Aufgabe, dass du jetzt Jana das Küssen beibringst. Geht doch schon mal vor, aber wenn ihr nach Blut stinkend und mit zerrissener Kleidung nach Hause kommt, ziehe ich euch die Ohren an. Du kannst dich hinter den Friseuren anstellen. Treibt es nicht zu wild. Wenn ihr wollt, kann ich auch gerne an Isarun demonstrieren, wenn sie dazu bereit wäre. Das wäre mir doch sehr viel lieber. Nicht, dass ich euch jetzt hier irgendwas absprechen möchte. Auch dabei möchte ich nicht dabei sein. Ich möchte mir jetzt angucken, wie Korkweite sich auf die Schnauze hauen. Können wir bitte losgehen? Geht doch! Okay, danke. Tschüss. Grafim stürmt los. Ich möchte mir noch Ömer auf den Weg greifen. Ömer, du musst mitkommen! Ich wollte doch sehen, wie Kiaras ja lang küsst. Na gut, dann komme ich mit. Lässt sich mitziehen. Ich habe noch etwas zu tun. Tüdelü. Bin weg. Aber mir geht wieder spionieren. Wo ist dieser Abelmir eigentlich die ganze Zeit unterwegs in letzter Zeit? Und vielleicht hat er eine Verheererin. Nein. Vielleicht hat er einen Verehrer. Habt ihr eigentlich gesehen, was dieser Prinz ihm angedreht hat? Welcher Prinz? Na, Argobald. Angedreht? Hat er ihm was verkauft oder wie? Nein, die haben was ganz Komisches gesoffen. Das sah aus wie ein, Gemächt. Ist das... Oh, davon habe ich mal gehört. Ich erinnere mich gar nicht mehr an den Namen. Weiß nicht, sonst tut er doch immer einen auf einen Norasia. Warum er sich dann für so etwas hergibt? Er hat wohl für die gute Sache dann gespendet, der Prinz, also... Wird so wert gewesen sein. Ach. Ja, das möchte ich mir gar nicht ausmalen, was da für die gute Sache geflossen sein muss. Hoffentlich Geld. Hoffentlich mehr. Jede Menge Schnaps sicherlich auch noch. Kiaras, ihr wolltet etwas demonstrieren. Ja, natürlich. Also, wer von euch möchte zuerst? Oh, ich überlasse gerne dem Ritter den Vortritt. Sehr schön. Es erscheint mir nicht sehr Travia gefällig. Aber Raya gefällig. Travia hat damit absolut nichts zu tun.
So gerne ich Travia Geweihte auch mag und ihre Töchter. Sie sind doch immer ein wenig verbohrt. Das Argument. Ja, Kiaras, du darfst gerne mal Lehren würfeln. Ah, oh, hervorragend. Kannst gerne mal Betören hinterher würfeln. Ich nehme natürlich gerne meinen Vorteil. Herausragend. Ach, ich kann's machen. Ja, Homosexualität ist in Aventurien normal. Also dieser Schnauzbart ist natürlich jetzt gar nicht mal so verkehrt an uns. Der Schnauzbart erinnert dich so ein bisschen an Rodrigo. Hm. Oh nein, oh nein. Jetzt hast du es verdorben. Ja, perfekt. Ja, dann kannst du dir ungefähr eine Stunde lang von Kiaras beibringen lassen. Schmeckt eigentlich ganz gut. Gibt es eigentlich einen einzigen Tag, ein nach Erdbeeren. Gibt es eigentlich einen einzigen Tag, an dem ihr nicht nach Wein und Erdbeeren schmeckt? Kiaras schmeckt nach Erdbeeren. Er schmeckt besonders gut. Wenn du das Ganze überrechnest, kannst du mal Selbstbeherrschung würfeln, das Schwert um 22. Der Doppel-1 ist immer drin. Selbstbeherrschung hier. Nö. Du bist ein bisschen verliebt. Eine Stunde später auf dem Turnierplatz. Iserun wird von Dom Genderhaar von Streitzig, dem Vogt von Gräflich Tangolforst, herausgefordert und Kiaras Karinor von Griffpurger von Auralet. Ja, 20 Dukaten auf Karinor. Und was mit Iserun? Du bist ein bisschen verliebt. Deswegen 20 auf Karinor und nicht auf Iserun. Tut mir leid, Magistra, aber manchmal muss man leiden. Gut, Das war ein schöner Anblick. Griffpurger kämpft mit einem Morgenstern. Ist natürlich alles wattiert. Und Domgenderhaar. Ist ein Morgenstern ein Streitkolben mit Dornen dran oder ist ein Morgenstern eine Kettenwaffe? Ich glaube, das wird als Infanteriewaffe geführt. Oder was willst du jetzt wissen? Was ist das dieses Ding mit der Kugel an der Kette? Ich glaube schon, ne? Morgenstern. Ist das dieser bisschen, der ein bisschen wie ein Streitkolben ist? Nee, das ist die Schlagwaffe mit der Kette dran. Okay, dann ist es eine Kettenwaffe. Du meinst, damit Schilde dann nicht so gut pariert werden können? Ja, ich meine auch, dass Kiaras das nicht mit seinem Haken gleich parieren kann. Ich glaube auch. Sie hat eine Kettenwaffe? Das kann ich gar nicht. Das ist schlecht. Ich habe mir das übrigens nicht ausgedacht. Hier steht extra drin: eine kräftige Morgensternkämpferin mit kurzen Haaren und stechend blonden Blick, rein weißer Tunika. Ich habe das nicht ausgedacht. Wirklich? Okay. Ich hatte mir extra überlegt, ob ich für diesen Kampf weiter den Kampf benutze, aber ich habe es nicht angekündigt. Und Dom Genderhaar ist ein ziemlich guter Fechtwaffenkämpfer, also quasi so wie Kiaras, der dann gegen Iserun kämpft. Initiative habe ich schon gewürfelt, ihr seid dran mit der Ini und wir gehen von links nach rechts. Wir beginnen mit Iserun. So, hier kommt meine Ini, das sind eine 17. Mhm, dann kommst du auf die 17 und Kiaras. Ja. 25. Dann fängt Iserun an. Wo ist denn das Token von dem? Oder gibt's keins? Hier in der Box. Ah, jetzt ist es da. Wo? Auf der 22. Müsste ich gerade mal eine Aura geben. Wenn ihr das nicht anfasst, dann kann ich auch eine Aura geben. Gut. Iserun. Alles klärchen. Den teste ich gleich mal ein bisschen an mit einer Finte 4. Finte 4. Nein. Ja. Hast du nicht geschafft? Nope. Dann kann ich dich auch nicht Meister parieren. Dann mache ich selber mal eine Finte 7. Autsch. Bestätigt. Ey, okay, gucken wir mal. Deswegen habe ich jetzt eine 11er Erschwernis drinnen. Das ist halbiert und dann 7. 7 TPA.
Bitte, was meintest du? 7 TPA, falls du nicht parieren kannst. Ich vermute, du wirst nicht parieren können. Ja, gucken wir mal. Ist aber nicht bestätigt. Das ist keine freie Parade, die du zusätzlich bekommst. Krass. Na gut, die Glücksgärter wollen es so. Keine 7 TP. Du hast keine weitere Parade mehr, dann wandle ich frei um und schlech nochmal zu. Ich mache einen, ja, ich glaube gezielter Stich. Ich mache einfach mal keinen gezielten Stich. Wucht kann ich nicht reinlegen, ich mache einfach einen ganz normalen. Auch das ist getroffen. Ja, ich kann nichts mehr machen. Richtig, dann kriegst du wieder 8 TP in dein rechtes Bein. Alles klar. Dann gehen wir rüber. Kiaras gegen Griffburger. Griffburger muss angreifen. Du kannst vorziehen. Willst du? Ja, ich zieh vor, ich greife an. Du ziehst vor, gut. Ich greife an, ich wandle meine Attacke um, meine normale Parade um. Du wandelst deine Parade um und willst nochmal angreifen? Das funktioniert nicht. Ja, dann 8 Phasen später. Beziehungsweise, nee, du bist im. Bist du im weiterhin Kampf? Habe ich ja nicht vorher angekündigt, deswegen habe ich leider keine Reaktion. Ja. Ich habe 3 Aktionen, aber ich kann nicht verteidigen. Aber dann hast du trotzdem 4 Runden später. Könntest du ein zweites Mal vorziehen, wenn du willst? Ja, mach ich. Nein, dann bist du nämlich vor ihr dran noch. Und auch das ist nicht richtig. Gut. Dann kommt meine 18 und ich sag mal einen Wuchtschlag 8 an. Dann machen wir das zu Ende. Scheiße. Das ist ein Patzer. Hm? Bei Kettenwaffen ist das ein Patzer. Echt? Ja, und der Prüfwurf ist ein Zweierschwert. Hm, okay. Hm. Krass, nee, schön, dass du die Regel kennst. Das war der erste, dann wandle ich nochmal um und greife nochmal an. Wieder einen, diesmal kein Wuchtschlag, ich habe eine Erschwernis von 4, ich werde wahrscheinlich einfach nur, ich bin froh, wenn ich treffe. Ich weiche aus. Hast du nicht auch noch die Erschwernis von 8 von gerade? Genau, 8 und 4, mit der 3 ist trotzdem getroffen. Ich benutze meine Parade zum Ausweichen. Mhm. Auf N ist das Erschwert um 2, das ist geschafft. Dann die nächste Kampfrunde. Isarun. Achso, habe ich dich überhaupt schon angegriffen? Ja, habe ich. Ja, gut. Hast du. Isarun. Mir gefällt das nicht, dass der da mit seinen Fechtwachten da so rumfuchtelt. Deswegen sage ich dem jetzt mal einen etwas kräftigeren Schlag an. Einen Wuchtschlag. Ja. Generell kann ich gezielt stechen. Ich habe überlegt, ob das cool ist bei einem Turnier, aber wir machen hier mit Ausdauer. Ich versuch's trotzdem mal. Dann ist das eine. Was ist das? Eine Find? Nee, das ist ein Wuchtschlag. Wuchtschlag, dann mache ich eine Meisterparade 4. Kacke. Meisterparade 4, dann bin ich jetzt. Ich muss gerade mal schauen, das steht im Token drin. Dann habe ich jetzt eine 21, dann. Ich mache einfach mal einen gezielten Stich, finde 2. Nö. Dann ist Kiaras dran. 2 Angriffe. Das ist der erste. Das trifft. Pariert nicht. Nicht? Oh. Nee. Wandelt um. Kannst du es mit dem nächsten gezielt stechen, siehst du? Ja, nimmt sie. Ja, ja, mache ich einen gezielten Stich mit dem. das chippe ich dann. Hast du deinen Chip noch? Natürlich, ich durfte ja leider die eine Probe von Jana nicht chippen. Na gut. Ja, das kommt jetzt zurück und beißt dir in den Hintern! Aber richtig. Oh Mann, diese Kämpfe, ey. Mach mal Schaden.
Ja, voll ein Schaden, ne? Ja, das ist vor allem, das ist vermutlich eine Wunde. Weil da jetzt die 24 durchgehen. Dann ist das, ja, das nochmal die Autowunde vom Crit und dann ist das nochmal die Autowunde vom gezielten Stich. Das würde der gezielte Stich kein Autowunde macht, weil er mit Holz überdeckt ist, aber zumindest der Rüstungsschutz wird im Gang. Ich wollte gerade sagen, das Ding ist gelaufen. Scheiße. Oh Mann, ja! Meine Ketten, du hast... Karinor! Na gut, beschreib. Ja, nach dem ersten Schlagabtausch schon ein wenig verzweifelt. Ich weich knapp ihrer Kette aus. Und dann sehe ich meine Öffnung. Ich trete einen Schritt vor und mit zwei schnellen Stichen steche ich ihr direkt in den Bauch hinein, bevor sie überhaupt reagieren kann. Und ja, wenn sie dann schon vorne über zusammenbrechen will, strecke ich nur eine Hand aus, um sie aufzufangen, dass sie nicht zu Boden gleitet. Boah, diese Chips, ne? 20 auf 1. Erinnert mich damals, als wir Valaria noch genietet haben. Das war genauso eine Nummer. Dom Genderhaar gegen Isaro. Ja, ich greife. Ja, mein gezielter Stich hat ja auch nicht geklappt. Du bist dran. Ich bin dran und gegen so einen muss man, glaube ich, ein bisschen mit roher Kraft rangehen. Deswegen mache ich weiter mit den Wuchtschlägen. Mache ich mal einen Fünfer. Ja, moin moin und damit willkommen zu einem weiteren Voice-Over innerhalb von dieser Sitzung. Ich habe ja bereits gesagt, dass es ein paar Kämpfe gab und noch geben wird und dementsprechend werde ich jetzt diesen Kampf für euch zusammenfassen. Er ging eine Viertelstunde und das ist dann natürlich in Anführungsstrichen kostbare Zeit und wenn ich euch die ersparen kann, wenn ihr dann sowieso nur seht, wie Attacke Parade gewürfelt wird und da nicht wirklich viel ausgetauscht wird an Wörtern, sondern man nur noch diesen Würfel hinterher sieht, dann macht das, glaube ich, nicht so viel Sinn. Deswegen, weil es eben auch nicht der erste und einzige Kampf ist, sondern einer von vielen, habe ich jetzt auch diesen Kampf gegen Dom Genderhaar von Streizig abgekürzt. Dom Genderhaar ist auch nicht irgendwer, sondern ein herausragender Degenkämpfer. Hat natürlich auch eine eigene Wikipedia-Seite, das ist jetzt kein NPC, den ich mir selber ausgedacht habe. Und ja, steht hier im Buch eben drin, dass er gut kämpfen kann. Isarun als Kampfmagierin hat schon richtig gute Werte, aber gegen einen solchen Paradewaffenkämpfer ist dann auch sie leider nicht gewachsen. Ich werde wahrscheinlich auch den Kampf im Finale von Genderhaar Streizig gegen Kiaras Karinor, das wird wohl auch wieder ein Hauen und Stechen werden, mit hoher Parade gegeneinander. Das wird auch wieder sehr, sehr lange dauern und auch das wäre dann ein Kampf, den ich abkürzen würde. Es wurde hier nicht unbedingt dann auf Lebenspunkte gekämpft, das war gar nicht so sehr wichtig. Vor allem bei Isarun war dann wichtig die Ausdauer und die ist dann nach und nach gedroppt, ist dann irgendwann auf Null gesunken. Den letzten Stich, den werde ich euch nochmal zeigen. Aber ganz generell, ich glaube, retrospektiv hätte sie auch noch mit einer Aktion Luft holen können und hätte dann ihre Ausdauer kurzzeitig wieder nach oben pumpen können. Das hilft ihr aber auch nur bedingt und zögert den Kampf weiter heraus. Sie hätte tatsächlich dann einen hohen Wuchtschlag treffen müssen und die Finte von Genderhaar, beziehungsweise ganz generell die Parade von Genderhaar Streizig hätte nicht klappen dürfen. Dadurch, dass seine Parade allerdings auch über 20 ist, braucht er halt eine hohe Meisterparade, die er ansagen muss. Den Gefallen habe ich ja auch getan. Das sorgt natürlich dafür, wenn es bei mir gelingt, dass ich dann eine sehr hohe Finte ansagen kann. Aber ganz generell bin ich dann immer jemand, der es nicht mag, wenn ich dann auf die 19 pariere. Das macht die Kämpfe unglaublich langsam. Ich werde bei unwichtigen NPCs werde ich dann die Parade durch eine Meisterparade werde ich dann eben auf ungefähr 10 drücken, damit das dann eben faire Chancen sind. Eine Chance von 50-50, dass man da dann pariert oder nicht pariert. Aber wie gesagt, wenn dann eine Meisterparade auf die 10 gedrückt worden ist, dann ist dann dementsprechend auch die Finte für den nächsten Stich sehr hoch. Ja, gut, wie gesagt, Isarun hat verloren und wir schauen uns dann nochmal den letzten Stich an. Viel Spaß. Finte 7.
Moment. 10, 17. Du willst es. Ich hab jetzt einen Angriffswert von 18 mit einer Erleichterung von 5. Dann bin ich auf einer 23. Ja, da musste Finte 8 Minimum rein, sonst ist er langweilig. Dann mache ich eine Finte 13. Alter. Geschafft. Ja, das klappt auch noch, das ist doch nicht wahr. Komm, Isarun, nochmal die 1. No, fuck. Ist immer eine 1 bei. Ja, ich glaube, ich muss den Schaden nicht würfeln. Nope, ich gehe zu Boden. Dom sticht ein weiteres Mal zu, tänzelt umher. Viele Schläge und Stiche, die ausgeteilt werden. Viel Blut, was mittlerweile fließt. Oh, ein paar Prellungen, die dabei sind. Und dann geht Isarun zu Boden.